Das Programm ist ein Best-of der Klassik, also was jeder zu Hause im Schrank stehen hat. Beethoven zum Beispiel. Lassen wir. Wir haben uns die Dreistigkeit genommen, diese Musik zu verändern, in die Moderne zu ziehen. Aber man erkennt natürlich immer wieder dieses Thema. Es ist nicht so, dass wir ein Stück von vorne bis hinten durchspielen. Das kann man bei anderen Konzerten gerne hören und immer wieder hören. Aber wir haben Überraschungen eingebaut. Es gleicht einer Show. Und in diesem Jahr beschäftige ich mich ganz besonders mit Diebstählen in der Musikgeschichte. Wir Deutschen nehmen gerne das Wort Plagiat in den Mund. Und hat gesagt, gut, einen einzigen Ton bin ich bereit zu ändern. Ich werde es nicht in Dur schreiben, ich schreibe es in Moll. Heißt ja Moldau, nicht Durdau. Wenn man die Stücke vorher kennt, als Publikum, dann ist das immer gut, weil dann erkennt man Nuancen und Details, die wir eingebaut haben. Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Stimmen im Wind, die dir sagen, wenn der Abend beginnt. Sei nicht traurig, Susanne. Es fängt alles erst an. Was haben wir denn noch da drin? Ach, Tschaikowski. Ich habe nun schon sehr, sehr viele Konzerte als Solokünstler gegeben und bin von Bühne zu Bühne gereist mit wunderbaren Erlebnissen. Und jetzt haben wir dieses Projekt eigentlich mit dem großen Orchester auf die Bühne gebracht und das ist eigentlich in Deutschland einzigartig. Johann Sebastian Bach, bitterernste Musik, aber nicht heute. Und es ist auch so, dass natürlich für die Bühne auch manche Lebensläufe ein wenig zurechtgeknickt wurden, damit sie spektakulär und schön sind. Nein, man verliebt sich nicht in seine Schüler. Das war Beethoven egal. Hat sich verliebt in seine Schülerin und die hieß... Wie? Elise, da eben. Soll ich nicht? Es waren Menschen wie du und ich. Die sind früh aufgestanden, die haben ihre Probleme mit der Familie gehabt, mit der Gesundheit gehabt und sind vielleicht gar nicht so lange auf der Welt gewesen, aber sie haben Großartiges vollbracht und das kann man ruhig mit erwähnen. Mein Favorit ist Wolfgang Amadeus Mozart. Mit seiner Musik kann man unglaublich viel Schabernack treiben. Manchmal habe ich mir auch gedacht, wenn der ein oder andere Komponist noch leben würde, er würde bestimmt, oder er fände es toll. Heute ist ausverkauftes Haus. Ich weiß nicht genau, wie viele Gäste gekommen sind, aber es ist ausverkauft. Klasse. Vielen Dank!
Vielen Dank. Vielen Dank.